Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. 28 Jahre deutsche Einheit. Die zentralen Feierlichkeiten mit Bürgerfest finden in diesem Jahr in Berlin statt. Am zentralen Festakt in der Staatsoper nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel teil. Die Hauptrede hielt Bundestagspräsident Schäuble. Er rief mit Blick auf Populismus und Extremismus zur Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf. Chemie-Nobelpreis für Forscher aus Großbritannien und den USA. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften zeichnet die US-Amerikaner Francis Arnold und George Smith sowie den Briten Sir Gregory Winter aus. Die Wissenschaftler haben Proteine für Biokraftstoffe und Medikamente entwickelt und sich dabei an den Prinzipien der Evolution orientiert. US-Sanktionen gegen den Iran sind unzulässig. Die Vereinigten Staaten müssen die jüngsten Strafmaßnahmen zum Teil aufheben. Das entschied der Internationale Gerichtshof und gab damit einer Klage Teherans statt. Die Entscheidung ist zwar bindend, das Gericht hat aber keine Möglichkeiten zur Durchsetzung. Opferzahl nach Erdbeben und Tsunami in Indonesien steigt weiter. Auf der Insel Sulawesi wurden bisher mehr als 1.400 Menschen tot geborgen. Die Lage im Katastrophengebiet ist weiter unübersichtlich. Erschwerend kommt ein Vulkanausbruch auf der Insel hinzu. Nach UN-Schätzungen sind mehr als 190.000 Menschen auf Hilfe angewiesen. Alexander Gerst übernimmt als erster deutscher Astronaut das Kommando auf der Internationalen Raumstation. In einer feierlichen Zeremonie wird ihm ein Kollege diese Funktion heute übergeben. Der 42-jährige Gerst hat im Juni seinen zweiten Langzeiteinsatz auf der ISS begonnen. Das Wetter. Morgen im Norden Wolken verhangen und immer wieder mal Regen. Im Süden sowie in der Mitte nach Nebelauflösung freundliches Wetter. Höchstwerte 12 bis 21 Grad.